Herzlich willkommen zu unserem Kurzvideo über die spanische Erbschaft- und Schenkungssteuer. Ich bin Thomas Fitzner, Assistent der Geschäftsleitung bei European Accounting und zuständig unter anderem für die Bearbeitung von Erbschaften und Schenkungen. Ein wichtiger Punkt, wenn wir über Erbschaft und Schenkung, speziell wenn wir über Erbschaft sprechen, ist die Trennung zwischen Erbrecht und Erbschaftssteuerrecht. Erbrecht regelt, wer was bekommt. Und das Erbschaftssteuerrecht regelt, wer für das, was er bekommt, wie viel wo Steuern bezahlt. Das sind zwei unabhängige Rechtsbereiche, die man auch unabhängig voneinander behandeln muss. Wir sprechen jetzt bei der spanischen Erbschaft- und Schenkungssteuer zunächst mal über eine Reihe von Besonderheiten, die diese Besteuerung von der in Deutschland und Österreich-Schweiz unterscheidet. Zunächst unterscheidet man in Spanien rechtlich zwischen Erbschaftssteuer und Schenkungssteuer. Das ist ja in Deutschland anders, da gibt es ein Gesetz mit Regelungen, mit einheitlichen Regelungen für beide Übertragungsformen. In Spanien haben wir zum Teil abweichende Regelungen für die Schenkung. Und dann haben wir, Hinweis darauf ist die balearische Fahne, die wir da rechts neben der spanischen sehen, die regionalen Kompetenzen. Das bedeutet also, es macht einen Unterschied, ob ich in Asturien, in Madrid oder auf den Balearen schenke, beschenkt werde oder erbe. Diese regionalen Kompetenzen haben zur Folge, dass ich als Nichtresident wählen kann zwischen der staatlichen Regelung, die eigentlich für Nichtresidenten gemacht ist und auch die anwendbare ist, und der balearischen, immer unter der Voraussetzung, beziehungsweise der regionalen, immer unter der Voraussetzung, dass die Mehrzahl der Güter und Rechte, die übertragen werden, sich in dieser Region befindet. Dann kann ich deren Steuerrecht anwenden. Und eine weitere Besonderheit, die von den Kunden, die wir beraten, mit einem Erstaunen aufgenommen wird, ist, dass wir bei der Schenkungssteuer keine Freibeträge haben. Also eigentlich müssten die Spanier nach Weihnachten alle ins Finanzamt stürmen und dort ihre Schenkungssteuererklärungen machen. Und bei der Erbschaftssteuer haben wir sehr geringe Freibeträge. Und diese geringen Freibeträge, wenn wir jetzt von den Balearen sprechen, wenn wir jetzt konkreter werden, müssen wir uns auf eine Region konzentrieren, das sind in diesem Fall die Balearen, haben wir eine spezielle steuerliche Regelung für die nächsten Verwandten, die sogenannten Verwandtschaftsgruppen 1 und 2, für die wir besonders günstige Erbschaft- und Schenkungssteuersätze haben. Diese Gruppen 1 und 2 sind Ehepartner sowie die direkten Verwandten der auf- und absteigenden Linie. Das heißt Eltern, Großeltern oder Kinder, Enkelkinder und so weiter. Und das bedeutet, dass wenn man nicht Angehöriger einer dieser Gruppen ist, dass man sich dann auf eine erhöhte Steuerlast gefasst machen muss oder wenn Gestaltungsspielraum besteht, dass man sich da überlegen sollte, wie man das am besten macht. Hier haben wir eine Beispielrechnung, die zeigt, wie unterschiedlich die Besteuerung je nach Verwandtschaftsgruppe in den unterschiedlichen, gemäß den unterschiedlichen Regelungen sein kann. Wir haben hier in der oberen Zeile die staatliche Regelung, in der unteren die der Balearen, und hier wird deutlich, dass wir mit der Gruppe 2 jetzt zum Beispiel einen doch beträchtlich geringeren Steuerbetrag auf den Balearen haben. Also hier fällt die Wahl, welche Regelung wir wählen, bestimmt einfach. Wie funktioniert nun die Erbschaftssteuer? Das ist ein wichtiger Punkt. In Deutschland verzichtet der Staat ja grundsätzlich nicht auf den Wertzuwachs eines vererbten Gutes zwischen dessen Kauf und
dem Erbfall. Bestes Beispiel: eine Immobilie, die wird in unserem Beispiel hier 1998 gekauft, 1 Million Euro Erwerbspreis, Kaufpreis, und wenn der Erbfall eintritt, ist diese Immobilie 3 Millionen wert. Und was passiert nun in Spanien? Das ist die Besonderheit. In Spanien ist dieser Wertzuwachs tatsächlich und ausdrücklich von der Besteuerung ausgenommen. Und das betrifft nicht nur Immobilien, sondern jegliche Werte. Also wenn zum Beispiel Anteile an einer Kapitalgesellschaft bestehen, die unglaublich an Wert zugenommen haben, dann würde auch da auf diesen Wertzuwachs an sich keine Steuer fällig, sondern nur, unter Anführungszeichen, die Erbschaftssteuer gemäß Bemessungsgrundlage. Wenn dann der Erbe zum Beispiel diese im Jahr 2020 gekaufte Immobilie im Jahr 2025 verkauft, dann sind seine Anschaffungskosten zu Zwecken der Berechnung des Gewinns der Verkehrswert, der im Jahr 2020 für die Veranlagung der Erbschaftssteuer angesetzt wurde. Das heißt, in diesem Fall, wir haben einen Verkehrswert von 3 Millionen angenommen, dazu kommt die Erbschaftssteuer als weitere Erwerbskosten, und beim Verkauf hat der Erbe dann tatsächlich nur diesen Unterschied zwischen dem Verkehrswert plus weiteren Kosten und dem Verkaufspreis zu versteuern. In Deutschland gilt das sogenannte Fußstapfenprinzip. Hier würde die Gewinnbesteuerung nach Maßgabe des Wertzuwachses seit dem Kauf, den ursprünglichen Kauf, durch den Erblasser berechnet. Allerdings im Fall einer Immobilie jetzt ganz konkret gibt es in Deutschland wesentlich mehr Möglichkeiten eines steuerfreien Verkaufs als in Spanien, aber das nur nebenbei. Jetzt die Frage: Wie kann ich denn bei der Erbschaftssteuer optimieren? Wir erklären ein Beispiel für eine sehr wirkungsvolle Optimierung, die aber nicht jedem offen steht. Man könnte zum Beispiel Immobilieneigentum in einer Gesellschaft bündeln, vereinen, eine Vermietungsgesellschaft gründen. Diese Vermietungsgesellschaft würde dann auch Vorteile bei der Vermögensteuer bieten. Das heißt, wir könnten eine komplette komplette Befreiung aus der Vermögensteuer erreichen, und die wiederum wäre dann auch die Voraussetzung, dass unter bestimmten Bedingungen die Erbschaft mit einem sehr hohen Freibetrag, in diesem Fall von 95% oder sogar 99%, möglich ist. Und das Gute daran ist, man muss das ja immer gesamthaft betrachten. Wenn es sich hier um Nichtresidenten handelt, die in Deutschland steuerpflichtig werden, hätten wir mit einer solchen Konstellation auch in Deutschland erhebliche steuerliche Vorteile. So, wie funktioniert die Schenkung? Wir haben ja schon erwähnt, wir haben da unterschiedliche Regelungen, Erbschaftsschenkung, auch unterschiedliche Steuersätze, zum Beispiel im Fall der Balearen. Und wenn wir hier denselben Anlassfall hernehmen, nur dass wir den Erbfall ersetzt haben durch die Schenkung, dann würde hier Folgendes stattfinden. Zum Zeitpunkt der Schenkung würde der Empfänger dieser Schenkung, der diese Immobilie bekommt, auf den Verkehrswert die balearische Schenkungssteuer bezahlen, die für die Angehörigen der Gruppen 1 und 2 pauschal 7% beträgt. Allerdings, und das ist der Pferdefuß, der Schenker müsste den Wertzuwachs in derselben Weise versteuern, so als ob er die Immobilie verkauft hätte. Was natürlich bei hohen stillen Reserven in einer Immobilie ein ziemlicher Hammer ist, weil wir ja keinen Liquiditätszufluss haben. Und andererseits kann dann der Schenker, wenn er dann später verkauft, den Verkehrswert, den für die Schenkungssteuer angesetzten Verkehrswert, als seinen Anschaffungswert ansetzen plus die bezahlte Steuer. Und wir haben bei dieser Steuerbelastung dann auch die Einkommensteuer zu berücksichtigen. Sie sehen übrigens, dass wir hier statt Schenkungssteuer Erbschaftssteuer geschrieben haben. Hat dann einen einfachen Grund: es gibt
noch eine zusätzliche Möglichkeit, eine Schenkung zu gestalten. Das ist der sogenannte Nachfolgepakt. Es ist ein mallorquinisches Rechtsinstrument, das es ermöglicht, Schenkungen zu Bedingungen einer Erbschaft durchzuführen. Das große Aber dabei, um das mit dem mallorquinischen Nachfolgepakt zu machen, ist Voraussetzung die spanische Staatsbürgerschaft. Allerdings akzeptiert die balearische Steuerbehörde die Behandlung eines Vertrags, eines Schenkungsvertrags als Nachfolgepakt, wenn er einer der Modalitäten des mallorquinischen Rechtsinstruments entspricht. Und in Deutschland gibt es tatsächlich ein solches äquivalentes Rechtsinstrument, das ist die Schenkung unter Pflichtteilsverzicht. Aber der Name sagt es schon, der Pflichtteilsverzicht ist die Bedingung und in vielen Fällen auch der Grund, warum Kunden sich dann gegen diese Alternative entscheiden. Es ist aber nur wichtig, dass man das im Kopf hat, dass es eben eine Alternative gibt. Übrigens gibt es in Spanien nur 4 oder 5 Regionen, wo wir tatsächlich diese Sonderform der Schenkung haben. Ein weiterer Unterschied, den ich noch nicht erwähnt habe zwischen Erbschaft und Schenkung, ist die Verjährung. Wir haben bei der Erbschaft eine Verjährung von 4 Jahren, und zwar ab dem Zeitpunkt des Todes, während wir bei der Schenkung, und das ist jetzt für Nichtresidenten besonders wichtig, eine Verjährung haben von 4 Jahren, aber nicht ab dem Zeitpunkt der Schenkung, sondern ab jenem Zeitpunkt, an dem den spanischen Behörden die Schenkung zur Kenntnis gebracht wird. Das heißt, solange die Spanier nichts davon wissen, beginnt die Verjährungsuhr nicht zu ticken. Und wir kriegen diese Schenkung auch nie in die Verjährung rein, solange das den Behörden nicht mitgeteilt wird. Hier sehen Sie einen Vergleich, Erbschaft versus Schenkung einer Immobilie. Man muss sich vor Augen halten, dass es wahrscheinlich mehrere hunderttausend Immobilien in Spanien gibt, die Ausländern gehören, die in den nächsten Jahren in irgendeiner Weise übertragen werden. Bestimmt sind da viele Verkäufer dabei, aber es wird auch Erbfälle geben und es wird Schenkungsfälle geben. Und wenn jetzt zum Beispiel der Eigentümer einer solchen Immobilie stirbt, dann gibt es zwar auch normalerweise Erbschaftssteuer im Heimatland dieses Nichtresidenten, aber für die in Spanien befindlichen Güter ist grundsätzlich immer im Rahmen einer beschränkten Steuerpflicht entweder Erbschaft oder Schenkungssteuer fällig. Und wenn man also eine Nachfolgeplanung macht, also ich habe eine Immobilie in Spanien und überlege mir, wie ich die auf die nächste Generation übertragen soll, dann ist es vorteilhaft, sich mit diesen Vergleichsrechnungen zu befassen. Wobei Steuern sind nicht alles. Es muss natürlich auch mit den persönlichen Zielsetzungen und Verhältnissen in Einklang gebracht werden. Und wir sehen hier in diesem konkreten Fall, der Vergleich spricht hier eindeutig für die Erbschaft. Das heißt, wenn es möglich ist, einfach unter Anführungszeichen durchhalten. Eine Erbschaft kommt steuerlich der Familie gesamthaft gesehen günstiger als die Schenkung. Ist aber jeweils für den Einzelfall zu berechnen und muss auch immer für jede Region besonders betrachtet werden, weil, wie wir gehört haben, jede Region ihre eigenen Regelungen hat. Wir haben dann auch noch einen Sonderfall. In der Erbschaftssteuer haben wir keine Doppelbesteuerungsabkommen mit den deutschsprachigen Ländern. Das heißt, es hängt von den internen Regelungen ab der jeweiligen Länder, ob im Ausland bezahlte Erbschaft oder Schenkungssteuer angerechnet wird. Für die genannten Länder Österreich, Schweiz, Deutschland, Spanien ist das der Fall. Wir haben allerdings einen Sonderfall mit den Geldanlagen, wo wir tatsächlich zwischen Deutschland und Spanien eine effektive doppelte Besteuerung haben, wenn der Steuerpflichtige in Deutschland ansässig ist, weil die deutschen Behörden nur für im Ausland befindliche Vermögenswerte die im Ausland bezahlte Steuer anrechnen, und Geld bzw. Geldanlagen sind für den deutschen Fiskus keine ausländischen Vermögenswerte, daher nicht anrechenbar. Das heißt, der Steuerhammer geht zweimal nieder, einmal in Spanien, einmal in Deutschland,
ohne Anrechnungsmöglichkeit. Will heißen, wenn man sich schlecht zu fühlen beginnt, am besten das Geld sofort nach Hause transferieren. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir haben nur die allerwichtigsten Punkte hier kurz abreißen können und wir freuen uns auf Ihren Besuch bei unserem nächsten Kurzvideo. Herzlichen Dank.